Dies ist die Karte des Piri Reis, dem berühmt-berüchtigten Admiral der Osmanischen Flotte. Als einer der bekanntesten Kartografen der Weltgeschichte sammelte und erstellte Piri Reis zahlreiche Karten, von denen die Karte des Zentralatlantiks aus dem Jahr 1513 die berühmteste ist. Es herrschen viele Theorien darüber, wie Piri Reis damals die Karte so genau zeichnen konnte. Einige behaupten, er habe es mit Hilfe von Außerirdischen gezeichnet. Andere behaupten, er habe es durch Astralreisen zeichnen können. Außer einer Abweichung von nur 11 Grad und einer mysteriösen Insel, die in Wirklichkeit nicht zu existieren scheint, ist die Karte nahezu identisch mit der heutigen Weltkarte. Abgesehen von all den Spekulationen darüber, wie die Karte entstanden sein könnte, ist sowohl die Karte selbst, als auch die Abbildungen und Kreaturen darauf äußerst interessant und wenn nicht sogar nahezu verstörend. Besonders aber die rothaarige Kreatur bzw. das Monster, wie Piri Reis es in der oberen Fußnote nennt. Dort steht nämlich Folgendes geschrieben: Dieses Monster hat eine Größe von 7 Fuß. Der Abstand der Augen ist eine Spanne. Viele sind der Meinung, dass die rote Insel, die sich direkt über dem rothaarigen Mann befindet, die Insel des Dajjal sein könnte. Dajjal bedeutet so viel wie der Täuscher, Betrüger und Schwindler. Er ist vergleichbar mit dem Antichrist. Demnach soll er kurz vor dem Tag der Auferstehung erscheinen und die größte Unruhe auf der Erde stiften. Allerdings soll kurze Zeit später Jesus wieder auf die Welt herabgesandt werden. Zusammen mit Imam Mahdi, ein Nachfahre des Gesandten Mohammed, soll Jesus den Antichristen bzw. den Dajjal bekämpfen und eliminieren. Laut den Überlieferungen soll der Dajjal bereits seit sehr langem am Leben sein und auf einem einsamen Insel verweilen. Die große Frage hierbei lautet, ob die Insel auf der Karte von Piri Reis die Insel des Dajjal darstellen soll. Die Tatsache, dass die Insel auf den heutigen Satellitenbildern nicht sichtbar ist, bedeutet nämlich nicht, dass es dort keine Insel gibt. Eine Überlieferung über ein Ereignis von vor mehr als 1400 Jahren könnte allerdings Abhilfe schaffen. Die Überlieferung erzählt von einem christlichen Mann namens Tamim al-Dari, der auf einem einsamen Insel dem Dajjal begegnet ist und dies später dem Propheten Mohammed in Medina berichtete und zum Islam konvertierte. Demnach erzählte er, dass er mit seinen Freunden während einer Kreuzfahrt wegen schlechten Wetterbedingungen an einem unbekannten Insel Halt machen mussten. Sie warfen ihr Anker und gingen mit Hilfe eines Beibootes an Land. Plötzlich sahen sie ein haariges Wesen oder ein Tier, das so dicht behaart war, dass sie die Vorderseite von der Hinterseite nicht unterscheiden konnten. Wehe dir! Was bist du für eine Kreatur? Ich bin der Al-Jasasa. Was ist denn Al-Jasasa? Ist egal. Geht lieber zu dem Mann im Kloster, denn er möchte etwas über euch wissen. Als das Wesen einen der Seeleute beim Namen nannte, bekamen sie alle Angst und liefen in Richtung des Klosters. Sie dachten nämlich, dass das Wesen der Teufel sein könnte. Sie eilten zum Kloster und fanden darin den gewaltigsten Mann, den sie je gesehen hatten. Seine Hände waren an seinem Nacken gebunden und die Beine von den Knien bis zu den Knöcheln mit eisernen Fesseln gefesselt. Wehe dir! Wer bist du? Das werdet ihr bald erfahren. Sagt mir aber erst einmal, wer ihr denn seid. Wir sind Leute aus Arabien. Wir waren mit einem Schiff unterwegs. Das Meer wurde wild und die Wellen warfen uns einen Monat lang hin und her. Dann kamen wir an diesem Insel an. Wir stiegen in die Ruderboote und landeten hier. Erzählt mir von den Dattelpalmen von Baisan. Was willst du über sie wissen? Ich frage euch, ob diese Bäume Früchte tragen. Ja, das tun sie. Bald werden sie keine Früchte mehr tragen. Erzählt mir von sie von Tiberias. Was willst du darüber wissen? Gibt es darin Wasser? Er hat sehr viel Wasser. Bald wird es austrocknen. Erzählt mir von der Quelle von Suhara. Und was willst du darüber wissen? Gibt es Wasser in der Quelle? Ja, es gibt viel Wasser in ihr, und die Menschen bauen mit ihrem Wasser Getreide an. Erzählt mir von dem Propheten. Was hat er getan? Er hat Mekka verlassen und sich in Medina niedergelassen. Kämpfen die Araber gegen ihn? Ja, das tun sie. Und wie ist er mit ihnen umgegangen? Er beherrschte die Araber in seiner Umgebung und diese gehorchten ihm. Ist das wirklich geschehen? Ja, das ist genau so geschehen. Wenn das so ist, dann ist es besser für sie, dass sie ihm gehorchen. Nun werde ich euch von mir erzählen. Ich bin der Dajjal. Bald wird mir die Erlaubnis erteilt werden, auszubrechen. Ich werde die Erde bereisen und keine Stadt auslassen. In jeder Stadt werde ich 40 Nächte lang bleiben, außer in Mekka und Medina. Denn diese beiden Städte sind für mich verboten.
Jedes Mal, wenn ich versuche, eine von ihnen zu betreten, wird mir ein Engel mit einem Schwert in der Hand begegnen, der mir den Weg versperrt. Und auf jedem anderen Weg werden ebenfalls Engel sein, die den jeweiligen Weg bewachen werden.